Ja klar, es ist unser Juwel, der junge 17-jährige Breel Embolo. Also wirklich eine riesen Maschine und doch jung und ungestüm und macht auch Freude, der Junge. Ja, ja, der Walter Samuel, weil der kostet einfach nur und bringt nichts. Und in der Wüste wird er vielleicht sich schneller wieder von Verletzungen erholen. Und, allerdings, Fußballer und Wüste, das ist nicht immer so gut gekommen, oder Hakan Yakin? Ja, was soll man sagen? Für mich war es recht ein Seich. Scheich ist Seich, aber mein ehemaliger Trainer Christian Gross ist jetzt in der Wüste. Ja, und mir gefällt es hervorragend. Es ist eine tolle Sache. Ich kann es nur jedem Spieler empfehlen. Macht nicht schlecht, er hat am Anfang ein bisschen viel rotiert, das nervt mich ein bisschen. Es hat wie keine fixe Strukturen gegeben und das hat er jetzt ein bisschen korrigiert. Und ich denke auch, sein Vorgänger ist nebendurch sicher zufrieden, oder Murat Yakin? Ja, es ist schwierig für mich, weil ja, ich bin in Moskau und mich interessiert der FCB ja, nicht mehr. Ja gut, wie auch immer. Auf alle Fälle, ich denke jetzt, wo sich das Team findet, wo sich das Team stabilisiert hat, jetzt macht es richtig Freude zum Zuschauen. Es gibt ganz viele Spieler, die ich mir beim FCB wünschen würde. Aber vielleicht hat ja der Matthias Hüppi einen Tipp. Ja, also es gibt natürlich ganz viele tolle Spieler, oder? Aber so einen ganz konkreten Tipp habe ich auch nicht. Fragen wir doch am besten einmal den Alex Frey. Der kennt sich ja aus, ist Sportchef und weiss ein bisschen auch, wie es beim FCB läuft aus seiner alten Zeit, oder Alex Frey? Ja, ich denke mal, die sollen doch der Messi kaufen oder der Ronaldo. Stutz haben sie ja genug, oder? Wir müssen halt eher ein bisschen günstigere Spieler kaufen, aber der FC Basel, der kann sich alles leisten. Das soll er auch endlich mal machen. Dann gewinnen sie mit 30 Punkten Unterschied. Ich sehe der FCB Ende Saison 300 Meter weiter da oben auf dem Barfüßerplatz am 4. Und ich glaube, Roger Federer sieht das auch so. Oder hat ja auch geglaubt, dort seinen Wimbledon-Titel gefeiert. Also einer von seinen unzähligen. Ja, oder? Es war unglaublich gewesen, aber das war nicht auf dem Barfi, das ist im FCB sein Platz. Oder? Ich feiere immer eher hier. So beim Rothaus, das ist ein bisschen edler. Oder? Und ja, es ist einfach super und ich freue mich. Und das mir auch Freude. Und ja, der FCB wird Schweizer Meister, oder? Das ist super, oder?